Diese Jahreszeit vom November bis zum März eignet sich wunderbar, um neue Beerensträucher als auch Bäume zu setzen. Wobei hier der November und der März die optimalsten Monate sind. Man kann auch im Dezember und Januar seine Sträucher setzen, sofern es frostfrei ist. Außer du möchtest dich beim Graben quälen oder nutzt dann gleich eine Spitzhacke, weil der Boden viel zu hart ist. Wer braucht eigentlich schon ein Fitnessstudio, wenn man auch sowas machen kann? In der Regel ist es sehr einfach, Bäume zu pflanzen, aber für jede Regel gibt es auch wieder die Ausnahmen, die es vielleicht nicht ganz so gut hinbekommen. Also, jetzt ein paar Tipps, die du beherzigen solltest und auch einige Fehler, die du beim Bäumepflanzen vermeiden solltest. Der erste Punkt ist der Standort, wo wir bei unseren herkömmlichen Kulturpflanzen wie Tomaten, Gurken, Paprika haben auch hier spezielle Baumsorten und auch die Baumarten Standortpräferenzen. Die einen mögen es eher warm, die anderen mehr feucht, der andere trocken. Wiederum andere können auch viel besser mit Kälte und Frost umgehen. Einige gedeihen sehr gut im sandigen Boden, andere brauchen vielleicht eher einen fettigeren Boden. Damit die Früchte schön reifen und süß werden, braucht es halt Sonne, andere können auch im Halbschatten wachsen. Und das ist halt sehr wichtig, hier diese Fragen auch zu stellen, wenn du dir einen neuen Baum in deinen Garten reinsetzen möchtest. Wo überhaupt und welche Bedingungen erfüllt dieser Standort? Welche Gegebenheiten sind da vorhanden, damit du dir dementsprechend da diesen Baum raussuchen kannst, der an diesem Standort auch optimal wachsen kann? Zum Beispiel Feige oder auch eine Pfirsich-Nektarine, die setze ich halt sehr gerne an der Südseite, wo sehr viel Sonne auch hinkommt, damit auch hier die Pflanzen sehr stark wachsen können und auch hier sehr süße und saftige Früchte bilden können. Kommt man meistens mehr aus dem mediterranen Bereich, währenddessen halt zum Beispiel eine Zwetschge oder ein Apfel auch in Standorten wachsen können, wo halt nicht ganz so viel Sonne hinkommt. Meine Feige, Banane, Pfirsich und auch die Trauben wachsen an der Mauer von der Garage, wo halt sich dann zusätzlich noch die Sonne die Mauer erwärmt und diese Wärme dann langsam an die Pflanzen auch mit abgegeben wird, zum Beispiel in der Nacht. Und das merke ich halt immer wieder, dass halt im Frühjahr die Pflanzen schon eher austreiben können und diese Saison hinten raus auch noch verlängert wird. Von daher, du kannst halt immer wieder die kleinen Klimazonen auch mit beeinflussen mit speziellen Elementen, wie zum Beispiel mit Steinen. Worauf du auch unbedingt achten solltest, ob du deinen Baum vielleicht in ein Tal reinsetzt, wo sich auch hier die Kälte stauen könnte, weil es könnte auch sehr verheerend sein für den Baum, dass er auch eingeht. Oder auch mal darauf achten, wo es halt Windschneisen gibt oder wo auch kühler Wind direkt auf den Baum aufprallt, weil halt da gar kein Schutz vorhanden ist. Staut sich in der Nähe von dem Baum Wasser, pflanzt du ihn vielleicht in der Nähe von einem See oder an einem Hang entlang. Wie viel Platz benötigt eigentlich dein Baum? Also nimmst du jetzt hier einen halbstämmigen, einen hochstämmigen und einen Spalierbaum. Die haben alle unterschiedliche Platzbedürfnisse, die du natürlich auch mit berücksichtigen musst. Wenn du dir jetzt ordentlich die Zeit genommen hast, um diese Fragen auch zu klären mit deiner Standortbeschaffenheit, dann kommen wir auch hier jetzt zur bestimmten Artenwahl von den Bäumen. Also was ich damit meine ist, beispielsweise welche Arten jetzt in Frage kommen. Äpfel, Birne, Zwetschge, Nektarine, Maulbeer, Feige, Kaki. Und dementsprechend schaust du, okay, die Sorten kommen jetzt im Standort in Frage. Dann stellst du dir jetzt weitere Fragen, wenn du das nochmal ein bisschen ausgedünnt hast. Okay, was schmeckt mir denn eigentlich? Und schaust halt dementsprechend da, welche deine Vorlieben sind. Magst du eher süßer, mehr säuerlicher? Wann möchtest du die Früchte haben? Es gibt ja bei den Äpfeln frühe Sorten, aber auch spätere Sorten, die auch für den Winter lagerfähig sind. Die Frage solltest du dir auch hier dementsprechend beantworten. Und auch hier sehr wichtig, welche Bedingungen braucht denn der Baum, um überhaupt Früchte tragen zu können? Also beispielsweise braucht ein Äpfel in der Regel zwei oder auch Zwetschgen, dass sie sich halt gegenseitig bestäuben können. Das heißt, du brauchst hier zwei Sorten, die halt zur identischen Zeit vielleicht auch mitblühen. Wenn du jetzt in der Nachbarschaft wohnst, kannst du auch hier deine Nachbarn fragen, welche Obstbäume die haben und welche Sorten, damit du dich vielleicht mit denen abstimmen kannst, damit auch hier dann die Bienen für eine Bestäubung über die Garten hinweg
sorgen können. Wenn sich für dich die Möglichkeit ergibt, dann kannst du mal in der Hauptsaison deine Baumschule des Vertrauens mal besuchen und fragen, ob sie eine Verköstigungen bei ihr auf der Anlage auch haben. Das heißt, dass du mal bei denen mal schaust, was haben sie denn für Obstbäume, weil viele Baumschule, die verkaufen ja auch ihre Früchte oder machen da irgendwelche eingekochte oder eingemachte Sachen, die sie dann auch später verkaufen, dass du mal hier mal so die ganzen Sorten ein bisschen durchprobierst und guckst, okay, die schmeckt dann gut, dann hast du auch eine Beratung vor Ort und kannst dann sagen, okay, ich würde dann im Herbst den und den Baum dann gerne mitnehmen, weil die schmeckt mir besonders gut. Klingt alles ziemlich aufwendig. Kann ich nicht einfach irgendeine Sorte nehmen und gucken, was passiert? Das kannst du gerne auch machen. Nur kenne ich auch Fälle, die das gemacht haben, den Baum jahrelang gepflegt haben und sich dann letztlich herausgestellt hat, dass ihnen die Früchte nicht schmecken, dass der Baum vielleicht auch nicht richtig reift, dass er vielleicht auch zu wenig Früchte trägt. Und dann hast du letztlich dann eine hohe Wahrscheinlichkeit mit dabei, dass du nach jahrelanger Pflege den Baum dann doch wieder entfernst und in eine andere Sorte reinsteckst. Also nimm dir bitte vorher die Zeit, ein paar Stunden sich mal ruhig hinsetzen, bis zu einer Woche, und sich wirklich überlegen, welchen Obstbaum möchte ich denn hier reinsetzen, weil halt ein Baum in der Regel, wenn du den gut pflegst, vielleicht auch mehrere Leben überlebt. Und das ist dann doch eine sehr wichtige Entscheidung. Ist das gleiche, wie wenn du zum Beispiel auch ein Haus baust. Da machst du ja vorhin auch einen ordentlichen Plan. Da möchtest du jetzt vielleicht nicht nur 2-3 Jahre drin wohnen und dann das Haus wegreißen. Von daher ist diese gründliche Recherche wichtig. So sparst du nämlich Zeit, Geld und sehr viel Nervenenergie. So, also investiere lieber jetzt ein paar Stunden, anstelle dann Jahre in die Tonne zu kloppen. Punkt 3, der Abstand. Ein sehr großes Problem, was ich in sehr vielen Gärten auch gesehen habe und auch von einigen Geschichten von Freunden, Kollegen aus dem Taichi-Zentrum und so weiter. Das hat die Leute, die Abstände nicht berücksichtigen. Also hier bei mir im Dorf gibt es 2 Beispiele. Eins etwas entfernt in einer anderen Siedlung. Da hat man dann 2 Obstbäume nicht mal einen Meter voneinander nebeneinander gesetzt. Ein Pfirsich und einen Apfelbaum. Dann hier bei mir in der Siedlung eine Nachbarin, die halt einen Walnussbaum direkt an den Gehweg und an die Straße gesetzt hat. Der Baum ist ein bisschen an einem Hang erhöht und ist auch keine 2 bis 3 Meter vom Haus entfernt. Oder eine Tai-Chi-Kollegin, die dann gesagt hat, dass sie halt einen Baum entfernen musste, weil er zu stark zum Nachbar rübergewachsen ist und auch zu dicht am Haus ist und sie Angst hatte, dass halt hier ein Ast vielleicht aufs Haus aufschlägt oder drüben beim Nachbarn für große Sachschäden verursacht und dann auch hier wieder Probleme mit verursacht, die auch hin zu Klagen kommen können. In dem Fall von meiner Nachbarin ist es halt so, dass ein Walnussbaum auch gut 20 Meter groß werden kann. Und das ist halt wie ein Brandenburger Tor. Und bei der Höhe kannst du dir auch die Breite vorstellen. Und da wirst du dir immense Probleme einfach mit verursachen, weil wenn mal ein schwerer Sturm kommt, da Äste runterbrechen, landen dann auf der Straße oder vielleicht aufs Haus, weil es auch ziemlich eng dran steht. Und da wirst du dann erstens vielleicht Sachschäden bekommen, wirst du dann Probleme mit deiner Versicherung bekommen oder auch Probleme mit der Gemeinde bekommen, wenn da mal so ein riesen Ast einfach mitten auf der Straße liegt oder vielleicht auch noch Verkehrsschäden mit verursachen. Also achte das auch wirklich, wenn du nicht den Platz hast für so große Bäume, dann setz die auch bitte nicht. Also nimmt da auch Rücksicht auf eure Nachbarn, auf die Grenzen und guckt, was ihr auch da überhaupt pflanzen dürft, weil es kann auch sehr viel dann ins Juristische und Rechtliche gehen, dass ihr dann vielleicht auch Briefe von einem Anwalt bekommt und solche Sachschäden bei einem Nachbarn, die ihr von eurem Grundstück verursacht werden, kann auch ziemlich teuer werden. Und wenn ihr dann aufgefordert werdet, euren Baum auch stark zu schneiden, dass halt solche Gefahren nicht entstehen, dass er Äste runterbrechen, sind meistens Radikalschnitte, die dem Baum auch nicht gut tun. Das heißt, seine Lebensdauer wird auch um einiges reduziert, weil halt hier mit den großen Wunden, wenn die auch zu groß werden, dann verheilen die auch nicht, dass sich da Pilze mit ansiedeln können oder Fäulnisbakterien, und das ist dann sehr schlecht für den Baum. Wenn ihr die Bäume zu eng aneinander setzt, dann habt ihr auch hier das Problem, dass sie dann hier sich in Konkurrenz zueinander stehen. Es ist alles zu eng, ist zu buschig, die Bäume können sich nicht super entfalten, da kommt wenig Licht dran, wirkt sich auch negativ auf die Fruchtqualität auf. Von daher, klar, wenn du einen Baum bekommst, schaut am Anfang recht klein aus. So süß, niedlich, zierlich, aber die Bäume werden halt mit der Zeit immer größer und das vergessen halt immer die Leute, weil wir halt nicht so diese Weitsicht auch haben. Sieht man ja auch in vielen verschiedenen
Bereichen in unserem Leben, dass man halt dann vielleicht nicht 10 bis 15 Jahre im Voraus schauen kann. Zum Beispiel die Jugendsünden, die man gemacht hat mit dem ganzen Partymachen und dem Alkohol und sich dann mit 30 beschwert, warum der Körper beispielsweise nachlässt. Von daher stell dir im Kopf bildlich vor, wie dein Baum dann letztlich dann ausschauen wird, wie groß und breit er dann sein wird, in welchem Umfang, damit du auch hier das ein bisschen mit einschätzen kannst und dann dir Zeit, Geld, Energie, vielleicht auch einen Anwalt sparen musst und auch Probleme mit deinem Nachbarn dir eventuell erspart werden. Jetzt haben wir uns diese ganzen Fragen gestellt und jetzt denkst du dir dabei, jetzt kann der Baum endlich in die Erde, aber da auch erstmal kurz vorher aufpassen und zwar wie bei jeder anderen Pflanze bei uns im Garten, die ganzen Kulturpflanzen, die brauchen einen fruchtbaren Boden und der Baum braucht nochmal einen fruchtbaren Boden umso mehr. Von daher hier mein Tipp, ich würde ein sehr großes Loch ausheben und erstmal da in den unteren Schichten organisches Material, Kompost, Mist, Bokashi mit einarbeiten. Da oben drauf dann großzügig Kompost. Dann unbedingt wichtig, ein Wühlmausgitter einfach zur Sicherheit. Einige sagen zwar, okay, gut, bei mir gibt es keine Wühlmäuse, die können immer wieder kommen. Ich würde das einfach als Schutzmaßnahme auch einfach nehmen, weil die können ja von heute auf morgen einen ganzen Baum aufnagen und das auch nach Jahren hinweg. Und das ist sehr ärgerlich, ist mir schon oft passiert. Von daher schau, dass du auch ein Wühlmausgitter da oben unten mit reinlegst und dann fängst du halt an, den Baum reinzusetzen. Am besten natürlich mit einem Helfer, der eine, der den Baum hält, der andere, der dann in die die Erde sacht dann auffüllt, damit der Baum auch schön gerade dann steht. Füllst dann alles auf. Vergisst natürlich auch nicht die Halterung, also der Stutzpfahl. Dient einfach nur dazu, dass der Baum halt durch den Wind nicht immer hin und her geweht wird, damit auch hier die Feinwurzeln nicht beschädigt werden oder beim starken Wind der auch komplett entwurzelt wird. Nimmst du hier einen soliden Pfahl, steckst ihn in den Boden und nimmst dann hier einen biologischen Strick und bindet halt da den Baum fest, bis er sich halt hier etabliert hat. Dann kann der Pfahl halt auch irgendwann weg. Wichtig ist auch, dass du die Baumscheibe frei von Gras hältst, weil die Gräser ein spezielles Hormon ausschütten, die das Wachstum von den Bäumen hemmen. Und das wollen wir nicht. Von daher mulche ich entweder meine Baumscheiben, schau, dass halt nicht Mulchmaterial direkt an den Stamm kommt, sondern ein bisschen frei bleibt um den Stamm herum. Aber hier Holzhäcksel, Laub, Grasschnitt oder du kannst auch hier einen Lebendmulch nutzen, der auch nochmal wunderbar ist gegen Wühlmäuse. Das heißt, du pflanzt hier einfach mehrige Kräuter oder auch Stauden, zum Beispiel Oregano setze ich sehr gerne oder auch Knoblauch, damit du auch hier einen bunten Teller hast, an dem die Wühlmaus weniger Interesse hat. Je höher die Vielfalt ist, desto weniger Interesse hat dann auch die Wühlmaus. Klee kannst du auch hier wunderbar reinsetzen, zum Beispiel in Kanalklee, damit halt hier Stickstoff aus der Luft und dem Boden mit fixiert wird, damit auch hier eine Synergie zwischen dem Klee und deinem Baum entsteht. Wenn du in Waldnähe wohnst, dann kann es auch passieren, dass du Schäden durch Wild bekommst. Von daher kannst du auch hier ein Draht oder ein Gitter um den stampfenden Baum rumherum machen, damit jetzt hier zum Beispiel Rehe oder auch Hasen nicht sich an deinen Bäume verbeißen. Du kannst auch hier zum Beispiel das Totholz nicht wegbringen, sondern an eine andere Ecke hinstellen als Ablenkung, damit hier zum Beispiel die Hasen dran knabbern. Allgemein schaffe ich bei mir im Garten lieber eine Art Ablenkung, wo halt ich die Tiere zum Beispiel mitfütter, beispielsweise Mäusen oder auch Schnecken bei mir mit dem Mulchmaterial, mit meinen Küchenresten. Da gehen sie dann eher hin anstelle auf meine Kulturpflanzen. Hat sich bis jetzt super bewährt und das gleiche würde ich auch hier mit den Bäumen machen. Schaffe hier eine Ablenkung, damit die Tiere einfacher an die Ablenkung kommen anstelle an deine Obstbäume. Ein Top-Tipp für die Kirschbäume. Und zwar, wenn du Hühner hast, dann lass sie jetzt im Winter unter deinen Kirschbäumen ein bisschen scharen, damit sie hier die Larven von der Kirschenfliege mit auffressen, damit halt hier deine Kirschen wurmfrei bleiben. Oder du machst es ganz schlau, danke Daniel für den Tipp, und zwar nimmst du dir hier Kultursorten, also Süßkirschensorten, die gelb werden, weil dann sieht die Kirschenfruchtfliege diese nicht mehr, ist sozusagen wie blind, unsichtbar und legt dann hier nicht die Eier oder die Larven dort ab. Die Sorten werden auch unter anderem Honigkirsche genannt. Der folgende Punkt ist auch sehr kritisch, den auch sehr viele Gärtner missachten, und zwar der richtige Baumschnitt, weil diese dafür entscheidend ist, wie gesund dein Baum ist, wie gut er wächst, wie gut die Fruchtqualität ist und damit kannst du auch beeinflussen, ob dein Baum krank wird oder auch. Und damit kannst du auch beeinflussen,
ob ein Ast runterbricht oder auch nicht. Wichtig bei dem Baumschnitt ist es einfach, die natürliche Beschaffenheit und auch eine natürliche Statik für den Baum aufzubauen. Einer der größten gravierenden Fehler ist, wenn man einen Baum klein halten möchte, dass man halt oben einfach komplett alles waagrecht wegschneidet. Hier ist schon mal das Problem, niemals waagrecht schneiden, sondern auch hier leicht schräg, damit das Wasser abfließen kann. Wenn sich da oben Wasser staut und steht, das ist eine super Eindringspforte für Pilze und auch für Bakterien, für Fäulnis, und dann wird dein Baum auch eher sterben. Und im Allgemeinen sind das auch sehr große Wunden, wenn du den oben einfach abschneidest, und dann wird auch das gegenteilige Effekt produziert. Wenn du heute den Baum stark schneidest, reagiert er mit starkem Wachstum. Und das sind sehr starke Eingriffe und der wird dann mit sehr vielen Wasserschossen reagieren. Von daher ist es halt sehr wichtig, immer abzuleiten. Und zwar tust du halt hier das stärkere wachsende Holz wegschneiden und dass halt die Kraft in Holz geht, was halt weniger stark wäre. Wichtig ist auch, keine Stümmel zu schneiden, scharfes Werkzeug zu benutzen, welches natürlich auch sauber ist und auch deshalb scharf, damit halt hier die Äste nicht gequetscht werden. Schau auch beim Schnitt, dass du mit sehr wenig Schnitten so viel rausnimmst wie möglich, also den Baum auch auslichten, damit auch Licht in den Baum, in die Krone mit reinkommt. Also ich finde die Metapher wunderbar, dass halt hier ein Ball, den du halt durch den Baum einfach problemlos hindurchwerfen solltest. Es gibt noch weitere Tipps, die man beim Baumschneiden beherzigen sollte, werde ich jetzt nicht darauf eingehen, es wäre nochmal ein separates anderes Video. Wenn ihr darauf Interesse habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann werde ich mal schauen, ob ich ein Video dazu machen werde. Weiterer Tipp, den du nutzen kannst, ist halt, wenn ein Baum anfängt zu blühen, dann kannst du auch schon bei der Blüte beobachten, ob es zu viel wird oder auch nicht und dementsprechend auch Blüten rausbrechen, dass halt vielleicht ein Ast deshalb durch die Fruchtlast nicht durchbricht. Oder was du auch machen kannst, ist, wenn ein Baum noch relativ jung ist, wie wir jetzt vielleicht ein paar nicht so toll finden, weil auch hier, wenn der Baum zu jung ist, würde ich auch ein paar Blüten rausbrechen, auch wenn es die ersten Früchte sind. Aber ich würde in den ersten Jahren erstmal schauen, dass ein Baum gut heranwächst, eine schöne Statik auch hinbekommt und dann erst ins Wachstum kommt und hier oben ordentlich wächst und nicht seine Kraft mit der Fruchtbildung verschwendet. Lieber ein, zwei Jahre warten und sich dann auf hochwertige und qualitativ gute Früchte freuen. Geduld ist eine Tugend. Auch wenn man in unserer heutigen Zeit immer was anderes verkaufen möchte, dass es in wenigen Monaten passiert oder die Leute auch in wenigen Monaten gleich 10.000 Euro im Monat verdienen möchte. Alle möchten schnell reich werden. Irrtum, in der Natur gewinnt der kooperiert und Geduld aufweist und sich über Jahre beständig hält. Den letzten Punkt auch unbedingt beherzigen. Leider hat dann auch meine Gemeinde nicht berücksichtigt, als sie hier wunderbare alte Apfelsorten gesetzt haben. Und zwar bei der ganzen Trockenheit und Dürreperioden im Sommer, gieß deine Bäume. Sie sind noch jung, haben noch nicht die tiefen Wurzeln ausgebildet. Und bei so einem trockenen Sommer, ein, zwei Monate ohne Wasser, kann das für sie der Tod bedeuten. Das ist bei meiner Gemeinde passiert. Die haben die Bäume nicht gegossen, ist bis heute nicht aufgefallen. Bis natürlich auf mir. Konnte sie jetzt nicht gießen, weil ich hatte keine Lust, da die ganze Zeit das Wasser rumzuschleppen. Das sind halt Fehler. Die Leute vor Ort, die halt da wohnen, haben sich nicht darum gekümmert. Schade darum. Deswegen sage ich es auch hier im Video. Gieß deine Bäume, wenn es zu stark trocken ist, in den ersten Jahren, damit die sich auch hier etablieren können und ihre Wurzeln tiefer nach unten strecken können. Das war es auch schon. Das sind meine Tipps, die ich dir mit an die Hand geben möchte, wenn du jetzt Bäume pflanzt. Los geht's. Damit können wir unserer Natur wirklich was Gutes tun. Scheiß auf Elektroautos, Windräder oder sonst irgendwas. Bäume pflanzen, sehr wichtig. Jetzt vielleicht mal ein Beispiel nehmen an Costa Rica. Die machen es sehr gut mit der Wiederaufforstung von ihren Wäldern. Und das ist ein kleineres Land. Und wenn wir halt immer so, wie unsere Politiker das so sagen, uns die Natur sehr am Herzen liegt und wir sollen Vorreiter sein, wie wäre es mit Bäume pflanzen und sich auch drum kümmern. Und wenn man noch einen Ertrag darauf bekommt und hier wieder mehr in die Selbstversorgung kommt und weniger Früchte importieren muss von Ländern, wo halt viel gespritzt wird, dann ist es doch gut für uns, für unsere Gesundheit und gut für die Natur. Also Win-Win. Von daher, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben geben, gerne auch teilen an Freunden, Bekannten und anderen Gartenkollegen. Und hier an der Seite findest du weitere spannende Videos und freue mich, wenn du da auch reinschaust.